Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht am Stone River, 31. Dezember 1862 und ich wiederhole es, diese Leute kannten damals keinen Respekt vor Weihnachten und den Feiertagen, die darauf folgen, schrägstrich auch nicht um das Neujahr. Sie haben einfach gekämpft. Mann, oh Mann, Abraham Lincoln hat zum Generalangriff an allen Fronten geblasen. Ja, der Abraham Lincoln, das war ein Vogel. Na, der hätte mal hier Feiertage machen können, aber nein, wird durchgezogen. Nicht arbeitnehmerfreundlich. Um einen Vorteil aus der materiellen Überlegenheit der Union zu schlagen, mindestens zwei ihrer besten Korps sind für den strategischen Angriff auf das Zentrum in Tennessee nötig. Ihre Streitkräfte sind von Nashville losmarschiert, um sich General Braggs Tennessee Armee zu stellen. Bragg entschied sich dafür, am Ufer des Stone River bei Murfreesboro Stellung zu beziehen. Diese Stadt hat einen starken symbolischen Wert für den Süden. Am 30. Dezember trafen wir und Braggs Armee aufeinander. Wir gingen auf dem Schlachtfeld in Stellung und hofften, eine Schwäche in einem seiner Flanken zu finden. Er sucht möglicherweise nach der Gelegenheit, zuerst anzugreifen. Bei Tagesanbruch am 31. Dezember frühstückten unsere Soldaten. Kurz darauf erhalten sie den Befehl, Braggs Stellungen anzugreifen. Tja. Mir fehlen jetzt mittlerweile Leute, das ist der Hammer. Vielleicht habe ich zu schnell 5 Korps gegründet. Vielleicht habe ich das alles ein bisschen zu schnell gemacht, aber wir haben gerade zu wenig Leute. Das dritte und vierte Korps ist ein bisschen geschwächt. Vom fünften braucht man gar nicht reden. Passen da überhaupt Leute rein? Ich nehme das dritte einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, wie viel die an Leute haben. 8000, dann komm, lass das vierte mal da, wo es ist. Tja, wer hat mehr Kanonen? Ich glaube, es würde wirklich Sinn machen, die linke mit mehr Batterien zu versehen, als die hier rübersetzen oder die einfach auszuräuchern sind. Heinrich kommt von rechts. Dann starten wir mal. Wir marschieren von Nashville aus los. Unsere Mission besteht darin, General Braggs Armee zu stellen und zu zerstören. Ich hätte ja lieber auf dem Verteidigungs... also, dass wir halt verteidigen. Ne? Da hätte ich mich echt drauf gefreut. Aber nein, wir müssten echt angreifen. Ah, hier schön erhöhtes Gebiet. Darauf können die richtig auf uns runterballern. Die Eroberung der kleinen Stadt wäre nicht nur ein starker symbolischer Schlag für die Konföderierten. Sie würde uns auch erlauben, weiter gen Süden zu marschieren und weite Teile von Tennessee zu kontrollieren. Ja, da sind zwei Übergänge, drei Übergänge. Das sieht aber scheiße aus. Ach, davor sind sie schon. Ach, du Kacke. Da komme ich ja gar nicht hin. Bragg ist natürlich nicht gewillt, uns zu gestatten, weiter nach Tennessee hinein vorzudrängen. Er erwartet uns am Ufer des Stone River. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. Ah, das ist da verteidigt. Es wäre besser, unsere linke Flanke zu stärken und vorzurücken. Und genau da habe ich ja die falsche... Das sind die ganzen Kanonen, Leute, ne? Wenn wir in die Höhen westlich die Stadt einnehmen, können wir die Konföderierten flankieren und gen Süden drängen. Unsere Kavallerie patrouilliert in dieser Gegend. Morgen werden wir wissen, ob das Gelände für einen Angriff geeignet ist. Also kämpfen wir wieder für mehrere Tage oder was? Wir können alternativ auch die Flanke von Heinrich nehmen. Aber wir wissen nicht, wie viele Rebellen dieses Gebiet bewachen. Okay. Dann habe ich ja Heinrich schon mal richtig gesetzt. So, wir errichten unser Hauptquartier am National Pike ein. Morgen früh werden wir bereit sein, um unsere beste Vorgehensweise zu entscheiden.
Aha. Ich bin da für oben flankieren. General, die Rebellen haben uns angegriffen, während unsere Soldaten gefrühstückt haben. Verdammt, ich habe mein Brötchen nicht aufgegessen. Feindliche Infanterie rückt auf unsere rechte Flanke vor. Jetzt bin ich gerade verwirrt, welche Flanke das war. Linke Flanke war Heinrich, rechte war da. Ich weiß es nicht mehr. Nee, rechte war Heinrich. Super. Das ist auch das, wo ich denke, dass da stark befestigt ist. Das könnte ein Ablenkungsmanöver sein. Passen Sie auf Ihr Zentrum auf. Sie könnten dort einen Angriff planen. So, ich plane erstmal was anderes. Mein Freund. Kanönchen. Kanönchen hier. Schützen, Schützen. Schützen. Nahkampf. Munitionswägelchen schiebe ich mal hier hin. So, hier müssen wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Vielleicht schiebe ich den da nochmal rüber, ich weiß es noch nicht. Der bleibt einfach hier. Ah, die Kanonen. Kanonen. Kavallerie packe ich mal hier. Also mal rumflankieren. Die Kanonen. Da der Munitionswagen ist. Ach, so weit müssen die eigentlich auch nicht sein. Dann sind sie aber sichtbar. Ist auch blöd. Ich stelle sie hier hin. Jetzt nur muss der Munitionswagen sich mal ein bisschen bewegen. So, ich weiß nicht, wie die Schlacht wird. Ich bin gespannt. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, jetzt auf der anderen Seite den Konföderierten hier gekämpft zu haben. Kann sein, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. So, halten Sie Ihr Zentrum. Machen wir. Erstmal gucken wir. Wald. 68. Ist ja schon mal scheiße. 100. Das ist schon mal besser. Kannst du mal ein Stück zurückgehen, vielleicht? So, wie sieht's hier aus? Vielleicht ein bisschen schräg. 92 finde ich gut. Komm du noch ein bisschen ran. Och, da greifen sie ja an. Kavallerie! Alter, da verformt. Oh. Da kommt jede Menge. Ihr müsst mal laufen und zwar schnell hierher. Komm mal zurück. Alter Schwede. Alter Schwede. Nee. Komm mal zurück, Susch. Du musst da bleiben. Alter. Die ficken uns. Die ficken uns kräftig, deftig. Scheiße. Hier ist so eine Kavallerie. Komm runter. Grant, komm her, wir brauchen Moral. Altmänner. Alt. Feuer. Zurück.
Nein, halt, Entschuldigung. Scheiße, Kavallerie. Da, in die Mitte. Fuck, Alter, fuck. Die ficken uns aber richtig. Halte die Linien! Halte die Linien! Oh, oh, wir kriegen Verstärkung? Nein, das ist keine Verstärkung, oder? Was ist das hier? Egal was es ist, wir brauchen es hier. Schnell! Lauf! Oh shit! Hier unten geht's ja echt ab, alter Schwede! Alter Schwede! Wo ist mein General? Grant! Wir müssen uns zurückziehen, aber sowas von! Alter! Ach du Scheiße! Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. Bragg hatte den Mut, einen heftigen Angriff auf unsere rechte Flanke zu starten. Das macht keinen Sinn, diese Stellung länger zu verteidigen. Es wäre ratsam, ihre Streitkräfte auf diesem Hügel in der Nähe von Wilkinson Road zu sammeln und dort so lange durchzuhalten wie möglich. Und Pause. Also wenn die KI schon so nett ist und mir das sagt, dann sieh zu, dass du alle Kanonen auf diesen verfickten Hügel bringst. Aber zackig. Diesen Punkt müssen wir erstmal hier. Ich würde den auch nochmal sichern wollen. Die Kanone kann auch schon mal dahin. Heinrich und Munitionswagen. Rüber. So. Holla die Waldfee. Die sind alle schon im Arsch hier, kannst du sagen. Das ist schon mal Satz mit X. Holt euch die da. Und die muss ich gleich kriegen. Die müssen weg. Grant auch weg. Laufen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, damit wir die Kanonen auch wegkriegen. Warum? Halt! Hier halt! Ah, er läuft! Dann halte ich nochmal hier hinten, bis die Kanonen weg sind. Und wir müssen Pause machen. Ach, die stören doch jetzt schon hier. Stören. Ich hätte hier gern irgendwie. Das ist alles nett. Hilft mir bloß gerade nicht. Du kannst nochmal in den Wald laufen. Ihr drei. Steht mir hier hin. Oder können wir hier vielleicht noch eine Falle bauen? Und Pause, Pause, Pause. Warum rennt er jetzt hier? Ah ja, kommt. Er rennt erstmal hier hin. Und die sollen das noch so ein bisschen aufhalten, damit diese Kanone sich weiterzieht. Thank you.
Ah, die rennen ja schon weg, das ist ganz gut dahin. Wie viel hat er überhaupt Deckung? 77, machst du schon. So, die Kavallerie kann ich nicht mehr gebrauchen. Dass wir vielleicht nochmal da die Jäger seitlich angreifen. Oder hier. Ist auch gut. Nee, wird nichts. Nein, nein. Ja, kommt. Auf, ab. Haut ab. Lauft! Oh, in die falsche Richtung. Okay, lass sie. Holt ihr lieber die da. Ups. Ihr bleibt, wo ihr seid. Die laufen. Dann weiter. Ihr müsst laufen auf diese Position. Ah, Buckley, Mann. Ich muss mal kurz hier oben gucken. Komm mal weiter hier in den Zug. Kommen wir ein bisschen hier weiter in den Wald rein. Ah. Vielleicht sollten wir doch die hier ein bisschen umstellen. Jetzt ziehen wir Edwards ab. Edwards kommt hier nochmal hin. Kavallerie nochmal in den Wald. Diesen Wald müssen wir halten, finde ich. Buckley, Mann. Oh, habe ich ja irgendeinen General? Grant? Grant? Da müssen wir sie auf jeden Fall töten jetzt hier, verdammt. Komm her. Los, zurück! Aber warum läufst du nicht, Buckley, Mann? Mischugge? Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Drayton, komm, weg da. Boah, ey. Dieser Depp. Jetzt wird er von der Kavallerie noch aufgerieben. So, da oben werden sie weiter in die Zange genommen. Müssen wir irgendwie unterbinden. Vielleicht diese Kanonen. Oh, die Kavallerie. Sterben. Holen sie doch nochmal hierher. So, ich hole sie mal mit der feindlichen Kavallerie. So, und die müssen rankommen. Da
damit sie mich hier so töten können. Hier müssen sie ran. Kanonen. Feuer, Mensch. Feuer. Feuer. Haben wir es jetzt hier, ja? Und die andere Kavallerie, kannst du mal... Hey, Kavallerie, kommt ihr jetzt da mal aus dem Arsch? Der hängt doch irgendwo noch dieses Arschloch von feindliche Kavallerie. Müssen wir kriegen. So. Kanonen. Feuer, verdammt. So, halt. 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 Müssen sie ja umdenken mit ihrer Linie. Und hier gefällt es mir auch ganz gut bisher. Pack ich mal hier hin, nicht, dass die Kavallerie noch irgendwo rumrennt. Da ist sie nämlich. Frisch gesichtet. Edward. Fangen sie ab, die Schweine. Laufen, wunderbar. Dann die Kanonen, volle Breitseite, weiter auf das Zentrum. Zacke. Nee. Ganz am Grab bleiben, perfekt. So, ihr dürft auf den da schießen, damit der stirbt. Force 74%. Ich weiß noch nicht, was alles von unten noch kommt. Ich zieh den mal kurz nach vorne, damit er was schießen kann. Und dann ziehe ich ihn wieder zurück. Garfield. Anlegen und Feuer! Die 47. kriegt ganz schön, steht unter Feuer. Ganz schön. Und hier, die wissen gar nicht, wo sie hinwollen. Oh doch, die schicken jetzt ihre kleinen Leute vor. Oh, die 47. läuft. Die laufen auch hier. Die Tennessee-Einheiten. Schön. Garfield hast du gut gemacht. Garfield, weiter feuern. Da schießen wir uns echt vom Band, echt weg. So, die Kavallerie kriegt die andere Kavallerie nicht zu fassen. Hier sind wir jetzt im Nahkampf, das ist bescheiden. Richtig bescheiden. Oh, oh. Ah, verteidigen Sie Nashville Pike. Okay, ich muss einmal einen Schluck Kaffee trinken. Auf den Schock. Jetzt habe ich doch meinen Verteidigungskrieg bekommen, den ich haben wollte. Ah, noch mehr Einheiten. Oh. Jetzt kann ich mich so langsam wieder dran erinnern an die Mission. General, die Rebellen haben begonnen, uns zu umzingeln. Es wird dringend angeraten, die Truppen abzuziehen und die Verteidigungsstellung in unserem Hauptquartier bei Nashville Pike zu bemannen. Super, damit sie mir seitlich wieder rausgeschossen werden können, oder was? So, wir können nicht zulassen, dass die Rebellen unseren Fluchtweg abschneiden, der von diesem Teil des National Pike aus kontrolliert wird, weil unsere gesamte Armee sonst in der Falle sitzt. Und ich trinke mal einen Kaffee jetzt aus, scheiße. Schöner, schwarzer, heißer Kaffee, Junge.
Und Pause. Da ist die Kavallerie. Wir müssen den National Pike beschützen. Das heißt, die anderen Punkte jetzt hier sind jetzt weg. Hier war auch, glaube ich, keiner. Den habe ich jetzt nur gelassen, um hier weiter den Vorposten zu haben. Der ist Geschichte. Wir müssen jetzt... Wahrscheinlich kommt jetzt hier eine große Anzahl von Feinden. Hier stehen sie natürlich, die Kanonen, richtig bescheiden. Ach du, hier könnten auch noch Einheiten sein. Oh, Backe, Backe, Kuchen. Ah. Wollen wir ein bisschen in den Wald rein? Hier ist kein Übergang, oder? Ich kann es jetzt gerade echt nicht deuten, weil hier ist ein Weg. Aber hier ist kein Übergang. Warum ist auf einmal da kein Übergang? Wenn da kein Übergang ist, dann setzen wir da jetzt mal jemanden hin. Nehmen wir uns anders. Du, dahin. Ihr beide. Hier hin. Oder drei? Nein, drei nicht. Bitte dahin. Die Kanonen. Tja. Ich würde sie hier trotzdem hinziehen, seitlich nochmal zurück. Ah, und du hast Langeweile. Nochmal dahin, okay. Jetzt müssen wir die ganzen Kanonen von hier unten da hochkriegen. Das erste, was wir machen, General Heinrich kommt mit. Alle weg. Machen hier eine Kanonenbatterie. Und dasselbe machen wir hier auch. Die Kanonen müssen weg. Egal wie rum, Hauptsache weg. So. Tausend. Mal gucken, was sich bewegt und was nicht. Also die können wir eh schon abziehen hier. Die brauchen wir nicht mehr. Machen wir es so. Ihr könnt ja schon mal straight hierher laufen. Dann müssen wir hier noch den Kanonen Zeit geben, sich zurückzuziehen. Diese Position können wir eigentlich auch schon aufgeben. Laufen. Nee, sag ich nochmal halt. Bist du bis hierhin. Und du gehst da zu farmen. Kanone schon mal hier hin. Oh, Grant. Lauf, Grant. Und die Kavallerie wird hier einmal nach da durchgereicht. Na gut. Was sollen sie machen? Ah, die müssen weg hier, die Leute. Pause machen, wie sieht es hier aus? Ich weiß immer noch nicht, was hier ist. So, der 1000-Mann-Typ hier, das soll hier einfach erstmal, nicht, dass hier irgendwas durchflutscht. Edwards, keine Ahnung, gehst hier hin. So, die Kanone ist mir da zu nah. Stell ich mal dahin. Hier hätte ich gern, warum auch immer, eine Einheit stehen, nicht, dass eine Kavallerie durchflutscht. So, dich packe ich hier rein. Den
Bemannt, 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 nicht bemannt. Da mal hin. Kavallerie überlebt, die geht erstmal da wieder rein. Ich versuche mal, sie wegzukriegen. Ah, laufen ein bisschen schräg, sonst gibt es noch ein bisschen Ärger hier. Vielleicht erstmal wie hier aufstellen. Schützen. Sollen sie erstmal aus dem Wald kommen? Machen. Wird mir gerade ein bisschen zu viel. Genau, gehen wir zurück. Und ihr. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Seht ihr das? So habe ich mir das vorgestellt. Die laufen mir voll rein. Das ist geil. Aber leider wird der jetzt unsere den Loot wegnehmen. Hat gerade leider echt gut funktioniert. Vielleicht kriegen wir ihn auch nochmal weg. Ah, da sehe ich auch noch was. Ah, da sind noch ganz viele Einheiten. Da nochmal einen hin. Hier nochmal einen hin. Hier nochmal einen hin. Die Kanonen sind schon bereit, das ist gut. Wir können drauf feuern. Hier, du kannst dir gleich dahin packen, dann bist du drin. Halt. Ah, hier wollen sie mich den Weg abschneiden, die Schweine. Munitionswagen schiebe ich auch schon mal weiter. Ist wieder richtig viel los. Wir
müssen leider die Units aufgeben. Ja, schafft man den noch zurückzuschießen? Ich weiß nicht, wo der hin will. Ne, ich habe da ja schon geöffnet. Wir müssen weg. Das bringt was. Oh. Die Kanonen sind fast alle da. Das ist schon mal nicht schlecht. Vergessen. Auch mal lieber. Vielleicht kriege ich den aber in einer Falle. So, diese Position versuche ich noch ein Stück zu halten. Oh, ja, ja, da ist aber immer mehr da. Ja, mehr. Das ist ja unfassbar. Den versuchen wir nochmal hier hinzukriegen. Du kannst auch laufen. Ansonsten haben wir hier auch nochmal zwei kleinere Truppen. Packe ich da mal in die Gebäude. Hier ist bisher noch alles gut. Pack den da nochmal hin. So. Kanon. Ah, die kommt von hier. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Das wird hier nichts. Die stellen sich breit auf. Das wird nichts. Hier hinten war auch eine Einheit, das ist echt scheiße. Die werden hier uns umzingeln, das ist scheiße. Jo, Pause. Das wird nix. Das wird nichts, das wird gar nichts. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie rein. So, ihr jetzt hier. Du und du. Ihr werdet jetzt hier die Reserve werden. Gut. Ziehe ich auch nochmal mit hier hinten hin. So, jetzt müssen wir nämlich hier Reihe abgeben. Ihr hier kommt ins Zentrum. Alles weiter nach vorne. Oder Munitionswagen. Komm mal dahin. So. Und laufen. Ah, der ist tot. So, dann Sherman dahin. Der ist auch im Kampf. Laufen. Zurückziehen.
Lauf, Wallace, lauf! Und jetzt laufen die alle da lang, das ist natürlich ganz bescheiden. Kannst du mal weiterlaufen? Danke. Lauf, du Trottel! Deine Mutter dir ins Gehirn geschissen? Über eine Stunde müssen wir noch aushalten. Der läuft auch nicht. Oh, ja, ja. So, wir brauchen jetzt hier die Kanone. Drehen hier. Kommt die Party irgendwie aus der anderen Richtung? Und Feuer! Wie viel Deckung hat Edwards? Das ist ja gar nichts. Dann kommen wir zurück. Das ist eine Kackstelle. Entschuldigung. Ja, hier der Punkt. Das ist echt schwach verteidigt, glaube ich. Kanone. Hier, Feuer frei. Tötet sie alle. Trauen sie noch nicht so richtig ran, ne? Eine Stunde noch. Major Alvin Garfield wurde verwundet. Das ist natürlich schade. Aber jetzt haben wir hier wieder... Zieh mal rein da. Sollte da reichen. Jetzt geht's los. Wie viel Deckung haben die hier hinter den Barrikaden? Ein 80er Bereich, okay. Ey Junge, halt mal. Halt! Munitionswagen muss hier in der Mitte. Den holen wir da mal ab. Die Truppen brauchen ja auch
Hier unten ist gerade wichtiger als hier oben. Aber sie, der Angriff weist hier schon mal Lücken auf. Das finde ich gut. Aber dafür macht mir das hier gerade ein bisschen Angst. Können wir vielleicht die Kanonen alle Mann hier, wer tut denn so ganz, wer ist denn gemein? Hier, da drauf. Das sind ganz viele Leute. Wenn ihr auch daneben schießt, dann müsst ihr doch irgendwas erwischen. Ne? Einfach mal hier. Nee, du musst nur feuern, mein Freund. Nur schießen. Mehr nicht. Die laufen, das ist gut. Alter Schwede. Was macht der Peabody da? Halt. Peabody, halt. Was machst du da, du Vogel? Komm mal wieder zurück. Rennt er da? Ist er nicht hinter der Deckung gewesen vorher? So, hier auf den da. Wo war denn hier der Vorgesetzte? Ich habe hier doch einen Vorgesetzten gesehen. Wo war der? Da, Sherman. Komm mal ein bisschen hier hin wieder. Das Pieper, die nicht gleich läuft oder so. Die müssen aufteilen. Grant schicke ich da mal hin. Heinrich geht hier in den Wald rein. Und die schicken schon ihren General nach vorne. Das sollte aber die alle sollten sterben. Hm, der nächste Angriff. Ja, Leonard hat sich einmal gedreht und schon dann abgekriegt. Leonard, zurückziehen. Der hat alleine durch die Drehung gerade 100 Mann verloren, könnte ich schwören. Hauen da immer noch ihre Leute raus. Peabody, tötet sie! Ah, Peabody ist im Nahkampf. Das ist natürlich nicht so der Hit. Das ist nur ein Nahkampfmann. Aber sie laufen schon. McDowell, was hast du vor? Halt, mein Freund. Hätten wir gerade hier alle ein bisschen zu einfach die Stellung halten. Da oben ist jetzt ein bisschen mehr. Hier sieht nur mehr aus. Ich weiß, ich hätte sie hier besser in Deckung machen können. Egal. So können wir sie gezielt hier schön nach Hause schicken. Sechs Game-Minuten. In Spielminuten. Sieht sehr gut aus. Aber wir haben jetzt bestimmt wieder 10.000 Mann verloren. Und der läuft. Perfekt. Und wir laufen auch. Fantastisch. Alan Randall wurde getötet. Das ist schlecht. So. Ich glaube, es geht noch weiter. Wir kämpfen bis ins Neue rein. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, ein
Kommentar da, würde ich mich auch mal sehr freuen. Aber ein Abo wäre noch viel schöner. Da geht auch hier mal bei mir zu Hause mal die Sonne auf. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.